3 bis 4% der Österreicherinnen und Österreicher sind von Armut betroffen. Die Hälfte davon sind Kinder. Armut löst Scham bei den Menschen aus und kratzt an ihrem Selbstwert. Als Caritas schauen wir hin und unterstützen Menschen, damit sie wieder auf die eigenen Beine kommen und sich als gleichwertiges Mitglied der Gesellschaft sehen. Wir haben hier drei Einrichtungen untergebracht. Das eine ist ein Beratungszentrum, wo wir die Sozialberatung und die Wohnintegration untergebracht haben. Wir haben ein Tageszentrum, das von Montag bis Freitag geöffnet hat. Und wir haben die Winternotschaftsstelle, die von Oktober bis März jeden Jahres geöffnet hat. Ins Haus Elisabeth kommen vor allen Dingen wohnungslose Personen. Es kommen aber auch von Armut betroffene Personen, die wohnversorgt sind, die hauptsächlich in unsere Beratungsstelle kommen, um dort Unterstützung anzufragen. Hier mit dem Tageszentrum haben wir auch die Möglichkeit, ein tagesstrukturierendes Angebot zu setzen, wo Leute, wenn vielleicht die Wohnung nicht mehr zu heizen ist oder wenn das Essen knapp wird, hier auch ein Mittagessen zu bekommen oder sich einfach mal aufzuwärmen. Jeder weiß, der eine Wohnung anmietet, wie hoch die Einstiegskosten sind mit Provisionen, Kautionen, dass die Wohnkosten alleine, die auch schon so gestiegen sind, natürlich auch diesen Einstieg, diese Hürde sehr erhöht haben und es de facto immer schwieriger wird, am freien Markt Wohnungen zu bekommen. Umso mehr bauen wir jetzt Einrichtungen wie Mein Zuhause, unser Wohnprojekt, wo wir 55 Kleinstwohnungen haben mit 20 Quadratmetern, wo Leute bis zu 3 Jahre wohnen können, direkt von der Straße, direkt von der Notschaftsstelle, um dann während dieser 3 Jahre Arbeit zu finden, Wohnraum zu finden und wieder einzusteigen.